Wir kommen zum nächsten Referent. Und über ihn sage ich, wenn irgendein freier Aufklärer im deutschsprachigen Raum Ross und Reiter nennt, dann ist es unser jetziger Referent. Wir haben ihn zum zweiten Mal zu uns ins Wettkampfstadion eingeladen. Ich sage mal, weil sein biologisch-medizinisches Fachwissen kombiniert mit seinem geradezu kriminologischen Spürsinn einfach unentbehrlich sind für uns. In prophetischer Treffsicherheit hat er schon frühzeitig damals die Covid-Pandemie vorausgesagt. Darum lauschen wir jetzt umso gespannter, wenn er heute von neuen Ereignissen, Entwicklungen erzählt, ich sage mal, das geschulte Auge wahrnehmen kann. Bevor wir ihn live begrüßen hier im Stadion, zuerst noch die Vita von Heiko Schöning. Heiko Schöning ist Autor des Buches Game Over, Covid-19, Antrax 01. Er hat eine abgeschlossene Offiziersausbildung. Danach studierte Schöning Medizin an der Charité Berlin, in England und Australien. Schöning war Chefmediziner eines Biotech-Unternehmens in der Immunologie. Er bekam viele Innovationspreise und führte ein Universitätszentrum für Medizintechnik. Zudem war er Chef eines pharmazeutischen Auftragsforschungsinstituts, englisch CRO. Geprägt seit der Jugend hat ihn Rudern als Hochleistungssport. 2020 wurde Schöning deutscher Vizemeister der über 50-Jährigen im Indoor-Rowing. Der mehrfache Marathon-Finisher ist verheiratet und hat zwei Kinder. Als praktizierender Arzt therapierte er bis 2019 in einer Suchtklinik Bundesabgeordnete, hohe Beamte und Medienschaffende. Im September 2019 hatte Schöning die Öffentlichkeit gewarnt, dass Verbrecher eine gefälschte Pandemie für das Jahr 2020 planen. Er nannte Namen und Struktur. Genauso ist es eingetreten. Den genannten Verbrechern hat Schöning ihre Beteiligung an der Vertuschung der Anthrax-Biowaffenanschläge von 2001 detailliert nachgewiesen. Wegen der medialen Zensur der wichtigen Verbrechensaufklärung gründete Heiko Schöning mit anderen die Ärzte für Aufklärung Médicos por la Verdad und wurde zum Vizepräsidenten der World Doctors Alliance gewählt. Heiko Schöning war Hauptsprecher auf den Großdemonstrationen in Berlin und London. Am Speaker's Corner wurde Schöning von der Redebank in britische Isolationshaft verschleppt. Durch die unrechtmäßige Verschleppung am 26. September 2020 endete die jahrhundertealte Tradition der freien Rede an diesem weltbekannten Ort. In seinem wichtigen Buch Game Over und im Kinodokumentarfilm The Big Reset Movie von 2022 erläutert Heiko Schöning mit Nobelpreisträger Luc Montagnier und anderen die Hintergründe der Corona-Pandemie. Heiko Schöning referiert heute über das Thema Harris, Trump und Zelikow mit Verbrechen ins Amt. Heiko Schöning, herzlich willkommen. Wir wünschen viel Erfolg. Wir machen die Ohren weit auf. Danke, dass ihr da seid. Herzlichen Dank. Danke, danke. Ich danke ganz ausdrücklich und herzlich für diese gute Organisation. Diese Vortragsreihe und dieser Vortrag wird jetzt in 62 Ländern live gesendet und in 10 Sprachen simultan übersetzt. Das ist eine hervorragende Leistung, insbesondere weil sie auch unabhängig ist. Deswegen wirklich von Grund auf, ja, bin ich wirklich gerührt und muss sagen, viele sollten sich da ein Beispiel nehmen. Ich grüße also alle Zuschauer in aller Welt. So, zur heutigen Einführung. Ich bin Arzt, kein Prophet. Das Wichtigste ist einfach, ich bin hundertprozentig unabhängig. Das heutige Thema, Kamala Harris, Donald Trump und Philipp Zelikow mit Verbrechen ins Amt.
Kamala Harris ist den meisten relativ unbekannt. Sie wird jetzt zur Wahl gestellt für das US-Präsidentenamt im Jahre 2024. Aber wie ist sie eigentlich dahin gekommen? Wie ist sie eigentlich dahin gekommen, dass sie die letzten Jahre überhaupt die Vizepräsidentin der USA gewesen ist? Was war sie vorher? Sie war in Kalifornien die Zuständige für die Justiz. Und, das ist wichtig, Kamala Harris hatte in dieser Funktion schon seit 2015 an der Vertuschung teilgenommen von Anwendung von Biowaffen. Biowaffen sind verboten, international, überall. Und Kamala Harris kam es schon 2015 zur Kenntnis, dass der US-Staatsbürger Michael A. McManus Jr., der ehemalige Vice President des Pharmaunternehmens Pfizer, Biowaffenpläne hatte. Ja? Also wirklich Anwendungen von Biowaffen. Dazu gibt es einige Gerichtsklagen, die in den USA anhängig sind. Und ich werde aus dem Buch Game Over 2, Angriff aufs Mikrobiom, einmal vorlesen, denn dort sind diese ganzen Quellen aufgeführt im Detail, auch die Nummern der Gerichtsverfahren. Sind Gerichte in Massachusetts oder der Superior Court in Kalifornien zum Beispiel. Es ist alles genau dokumentiert, aber ich werde Sie heute nicht mit diesen Sachen sozusagen noch aufhalten. Aber es gibt wirklich, und das ist wichtig, die Information, die wirklich relativ zensurgesichert auf Papier gedruckt ist. Und auf Seite 207 steht hier als Zitat aus der Gerichtsakte: Am 8. Februar 2015 ersuchte er offiziell die kalifornische Justizministerin Kamala Harris um Unterstützung und informierte sie über McManus Biowaffenpläne. Zitat Ende. Die Nachverfolgung der wichtigen Angaben im Gerichtsprozess wurde unter den Teppich gekehrt. Das ist die Vertuschung, von der ich sprach. Und Kamala Harris ist dafür mitverantwortlich. Die kalifornische Justizministerin Kamala Harris wurde mit der Vizepräsidentschaft der gesamten USA unter US-Präsident Joe Biden belohnt. Bisher ging Kamala Harris vorrangig als die erste Frau im Amt des US-Vizepräsidenten in die Geschichte. Nun kandidiert sie sogar für das US-Präsidentenamt selbst. Mit wem haben wir es zu tun? Ja? Und ich kann nur noch einmal sagen, die Fakten und die Belege sind abgedruckt, und zwar sehr detailliert. Auch in Schaubildern, so dass es besser und schneller möglich ist, sich einen Überblick zu verschaffen von den ganzen Buchstaben, die dort sind, ja, kann man wirklich sehen, Michael A. McManus, den ich hier und in den letzten Jahren schon öfter erwähnt hatte, ist wirklich einer der ganz wichtigen, zentralen Menschen, die operativ an diesen Verbrechen beteiligt waren. Und McManus war schon früher an den Iran-Contra-Verbrechen beteiligt. Michael McManus Jr. ist nicht nur der Vizepräsident von Pfizer gewesen, sondern hat auch direkt im Weißen Haus unter Ronald Reagan gearbeitet, als Kommunikationschef. Und er war auch Direktor der Impfstofffirma Novavax gegen Covid-19. Und gerade auch für den deutschsprachigen Raum, wenn man jetzt denkt, ja, das betrifft uns ja vielleicht nicht so sehr. Novavax, was war da? Ja, die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat sich zum Beispiel angeblich mit Novavax
gegen Covid-19 impfen lassen. Karl Lauterbach ebenfalls. Ja? Und woher kommt dieser Impfstoff? Ja, von Michael McManus Jr., der einer der Direktoren von Novavax gewesen ist. Und ich konnte es detailliert nachweisen, im Buch sind alle Belege und auch die Gerichtsakten dazu, Michael McManus Jr. ist im Drogen- und Waffenhandel, im illegalen Drogen- und Waffenhandel tätig gewesen. Und wichtig ist, dass wir diese Kunde ausbreiten, dass wir es ernst nehmen. Und auch nicht nur elektronisch, sondern auch auf Papier. Denn die Zensur wird stärker überall, auch international. Jetzt haben wir die eine Seite gehört. Ja, in der USA oder in den USA sind es die Demokraten, die Blauen. Was machen die Roten, die Republikaner? Die stellen Donald Trump auf. Und wie ich schon nachweisen konnte, im ersten Buch Game Over, Covid-19, Antrags 01, Donald Trump ist mit Verbrechern ins Amt gekommen. Denn der Personalchef von Donald Trump ist de facto Edwin Meese. Und Edwin Meese hat über 200 seiner alten Kumpane der Reagan-Mafia in die Administration von Trump gebracht, in Schlüsselstellung der Regierung. Und Edwin Meese ist ebenfalls beteiligt an den Iran-Contra-Verbrechen. Und das sind Verbrechen. 8 Jahre Krieg zwischen Iran und Irak, rund 1 Million Tote. Ja? Und illegale Waffenlieferungen und Drogen gehören auch dazu. Und es war noch aktueller, es war auch Edwin Meese, der aktiv die Anthrax-Anschläge von 2001 vertuschte. Mit der Biowaffe Anthrax, einem zur Waffe gemachten Bakterium. Und er schob aktiv die Schuld in die Schuhe von Dr. Bruce Ivins. Das ist wichtig. Ich habe es vorher schon öfter erwähnt, deswegen werde ich das jetzt nur kurz halten. Aber Sie sehen, ob Sie die eine Seite nehmen, Harris, oder die andere Seite, Trump, ja, lassen Sie sich nicht in die Irre führen. Das ist keine echte Wahl. Ich werde am Ende nochmal drauf kommen. Deswegen das Ganze auch nochmal auf Englisch und alle Belege im Original sind eben auch abgedruckt. Und nur ganz kurz, wenn man sieht, ja, haben die denn zusammengearbeitet? Ist Trump denn wirklich mit dabei? Ja. Und hier sehen Sie aus C-SPAN, aus dem amerikanischen Parlamentsfernsehen, ja, das Standbild, wo tatsächlich Donald Trump am 8. Oktober 2019 Edwin Meese die höchste Medaille der USA umhängt. Im Oval Office, im Weißen Haus. Ja? Das ist der de facto Personalchef von ihm. So, das ganze Netzwerk ist in dem ersten Band Game Over abgedruckt und auch in vielen kostenlosen Interviews schon erläutert worden. Und es hängt auch zusammen mit dem Covid-19-Verbrechen weltweit, auch mit der Covid-19-Kommission, die auch von der Foundation, der Heritage Foundation von Edwin Meese mit initiiert worden ist. Und ich möchte zu einem anderen kommen, der auch mit Edwin Meese oft zusammengearbeitet hat. Und das ist Philip Zelikow. Philip Zelikow war der geschäftsführende, ausführende Direktor der 9/11 Commission Report, Aufklärungskommission. Er war derjenige, der diesen Report zu den Anschlägen vom 11. September 2001 verfasste. Und es ist auch wieder Philip Zelikow geworden, der die überparlamentarische Covid Commission Planning Group vorsaß. Das Geld dafür kam übrigens vom Chef von Google, von Eric Schmidt. Also die gleichen Leute werden benutzt.
Und ich möchte Ihnen heute genauer nahelegen, um wen es sich bei Zelikow handelt. Und es geht um eine historische Erzählung. Philipp Zelikow ist Historiker, man kann auch sagen Märchenonkel. Und es geht um den unmöglichen Pass des Flugzeugentführers von 11. September. Und Sie werden gleich, ja, mit Philipp Zelikow und seiner Assistentin selber hören, wo dieser Pass gefunden worden ist und wann. Das Wann, das ist das Entscheidende, weil das ist noch nie so direkt öffentlich genannt worden. Und das, obwohl es eigentlich schon in dem Buch Game Over enthalten ist, auch mit diesen Zeichnungen. Denn die 9/11-Kommission hat tatsächlich vor der Kamera, vor dem Parlament ausgesagt, dass sie wussten, woher jetzt diese Flugzeugentführer stammen, wer sie sind, weil sie die Pässe gefunden haben. Und wo und wann wurde denn so ein Pass gefunden? Und da sagten sie tatsächlich, bevor die World Trade zusammenstürzten, übergab ein Passant einem New Yorker Polizist den gefundenen Pass. Ja? Und dieser Pass gehörte Satam al-Sakwami. Das sind die Originalzitate. Ja? Jetzt stellen Sie sich das einmal mal vor. Mit über 500 Stundenkilometer fliegt so ein Flugzeug in ein Hochhaus hinein. Viele haben es sehr, sehr oft gesehen. Ja? Und wie kommt jetzt ein fast unversehrter Pass dort raus? Ja? So, dass ein Passant sagen kann, Entschuldigung, Herr Polizist, ja, die World Trade Center stehen ja noch, aber ich habe hier einen Pass gefunden. Wie kann das sein? Hat etwa dieser arabische Terrorist noch Sekundenbruchteile, bevor die Maschine reingeflogen ist, noch mal kurz die Scheibe im Flugzeug runtergekurbelt und den hinausgeworfen? Ja? Wie kann das sein? Und deswegen, ja, Sie brauchen eigentlich nur dieses eine Wort, bevor die World Trade Center zusammenstürzten. Denn es ist eben nicht so, dass die Pässe in den Trümmern der World Trade Center gefunden worden sind, ja, nachdem sie zusammengestürzt worden sind, sondern ganz offiziell sagen sie selbst, bevor die World Trade Center zusammenstürzten. Ja? Und deswegen möchte ich Ihnen auch heute den Originalbeweis zeigen. Und man kann ihn finden im amerikanischen Parlamentsfernsehen auf cspan.org. Am 26. Januar 2004 gab es eine rund dreistündige, relativ langweilige Sitzung, ja? Aber dieser ganz wichtige Umstand mit den Pässen kam dort zur Sprache. Und ich habe es in meinen Recherchen nach Jahren gefunden. Und das Erstaunlichste war für mich, es hatten sich erst 60 Menschen das angeschaut. 60 Menschen. Wie viele Journalisten gibt es eigentlich in den USA? Ja? Wie viele Kriminalisten auf der ganzen Welt? Und Sie sehen es da, deswegen ist es noch ein Original-Screenshot. 61 Ansichten, 61 Views. Aber schauen Sie selbst. Video ab, bitte. Susan Ginsberg, Senior Counsel to the Commission, will begin by examining how the hijackers navigated these stages. Beginning with passports. Four of the hijackers' passports have survived in whole or in part. Two were recovered from the crash site of United Airlines Flight 93 in Pennsylvania. These are the passports of Zia Jara and Saeed Al-Ghamdi. One belonged to a hijacker on American Airlines Flight 11. This is the passport of Satam al-Sakwami. A passerby picked it up and gave it to an NYPD detective shortly before the World Trade Center towers collapsed. Ja, Sie hörten tatsächlich Susan Ginsberg,
die von Philip Zelikow vorgestellt worden ist, vor der US-Parlamentskommission. Und das Wichtige war, before the World Trade Center collapsed, bevor die World Trade Center zusammenstürzten. Und das ist der unmögliche Pass von 2001. Und es gibt noch viele andere klare Belege, auch wissenschaftliche Studien. Ich möchte da insbesondere auf die wissenschaftlichen Studien von Professor Leroy Holtze von der Universität Alaska referieren. Die Studie kam in der finalen Version im März 2020 heraus. Ja? Und haben Sie davon gehört? Nein. Denn was wurde im März 2020 ausgerufen? Die weltweite Corona-Pandemie. Ja? Und auch andere Studien, wenn man sich fragt, ja, wie konnte das denn alles sein? Zum Beispiel auch die Studien von Professor Niels Harrit, Chemieprofessor der Universität Kopenhagen. Blitzsauber. Sie haben dort Sprengstoffreste gefunden und nachgewiesen. Tja, aber Sie haben es nicht gehört. Und ich kann nur sagen, Professor Niels Harrit, ich kenne ihn persönlich, ja? Und wir sind seit Jahren sogar auch befreundet. Das heißt, ich kann auch sozusagen meine Hand dafür ins Feuer legen, dass dieser Mensch auch persönlich integer ist. Ja? Und Sie können sich diese wissenschaftlichen Studien ansehen, aber mit gesundem Menschenverstand. Ja? Wenn solch ein Flugzeug mit 500 und mehr Stundenkilometer da reinfliegt, Sie haben es gesehen, wie soll denn ein unversehrter Pass? Ja? Und das ist das Original, Sie sehen es da drunter. Wie soll der denn dorthin gekommen sein? Und die hatten tatsächlich die Dreistigkeit, dem Parlament und auch der Weltöffentlichkeit dies vorzuführen. Ja? Noch nicht mal groß angesenkt. Ausgerechnet dieses eine Stückchen, ja, bevor die World Trade Center zusammengestürzt sind. Und deswegen hören Sie sich das bitte noch einmal an. Susan Ginsberg, Senior Counsel to the Commission, will begin by examining how the hijackers navigated these stages. Beginning with passports. Four of the hijackers' passports have survived in whole or in part. Two were recovered from the crash site of United Airlines Flight 93 in Pennsylvania. These are the passports of Zia Jara and Saeed Al-Ghamdi. One belonged to a hijacker on American Airlines Flight 11. This is the passport of Satam al-Sukami. A passerby picked it up and gave it to an NYPD detective shortly before the World Trade Center towers collapsed. Ich möchte insbesondere auch alle Lehrer und alle Schüler aufrufen, das Ganze doch mal zu untersuchen. Gerade die nächsten jungen Generationen, die nicht belastet sind. Ja? Fragt doch bitte mal eure Physiklehrer, wie ist denn das mit dem freien Fall? Ja? Wie war denn das 2001? Ja? Und wie ist denn das in der Physik? Kann dann solch ein Pass denn überhaupt, kann das überhaupt sein? Ja? Ist das denn überhaupt in einer physikalischen Wahrscheinlichkeit? Fragen Sie die Leute, fragen Sie Ihre Geschichtslehrer. Denn auch Philip Zelikow ist Historiker. Und wer jetzt auch denkt, das gehört nicht, ja, mit in den deutschen Bereich, der irrt. Denn diese Geschichten wurden natürlich auch in Deutschland ausgebracht, unter anderem natürlich von der führenden Bild-Zeitung, die zum Springer-Konzern gehört. Nun ja, und Philip Zelikow hat, nachdem er diese Geschichten gemacht hat, von der 9-11 Commission Report, nachdem er den rausgebracht hat, hat er monatlich 5.000 Euro bekommen als Axel Springer Fellow, ja, vom Springer Konzern. Und er hatte ein Büro in Berlin, ja, so ähnlich wie das Haus der Wannsee-Konferenz hat auch die American Academy in Berlin. Nicht ganz daneben, aber auch ein richtig schönes Haus dabei. Und Shaping the Future, das war sein Projekt. Und Shaping the Future, ja, das haben wir gesehen.
Jahre später mit Covid-19. Und nochmal, Philipp Zelikow ist dann der Leiter der Covid-Commission geworden. Ja? Mit Finanzierung von Erich Schmidt, ja? Dem ehemaligen Chef von Google. Und ich möchte heute insbesondere alle, ja, aufrufen zur Selbstwürde, ja, zur Authentizität. Es ist gesünder langfristig, wenn man das eigentlich tut und durchhält, ja, auch wenn es Schwierigkeiten gibt und man nicht genau weiß, was passiert rechts und links, ja. Aber wer möchte denn wirklich eine solche Geschichte noch wirklich seinen Enkeln noch erzählen? Und dann werden die Enkel irgendwann mal groß, ja? Und dann bleibt von dem Glanz des Opas nicht mehr viel. Oder der Großoma, ja? Und dann sagen sie auch, ja gut, dass Mama und Papa mich mit dem Weihnachtsmann und den Osterhasen geträgt hat, das ist noch verzeihlich. Aber das, Großvater, Großmütter, ja? Väter und Mütter, wart ihr damals zu dumm oder zu feige? Und das ist das, was die Kinder und die Enkel uns fragen werden, sie fragen werden. Ja? Und wie kam es danach? Kein Staat klärte die Sprengungen auf. Kein Staat. Auch Russland nicht. Warum? Nord Stream. Ja, Nord Stream. Noch gar nicht so lange her. Die Erdgaspipeline in der Ostsee, die Russland mit Deutschland verbunden hat, die an den skandinavischen Ländern Finnland, Schweden und Dänemark eng vorbeigegangen ist, ja, ist gesprengt worden. Und die skandinavischen Länder haben die Untersuchung schon geschlossen. Kein Ergebnis. Wir wissen es nicht, interessiert uns nicht. Ja, machen wir nicht. In Deutschland ein ähnliches Bild. Ja? Und das ist wirklich eine ganz verheerende Situation. Und wer hat sie bisher denn darüber aufgeklärt? Ja? Das Bild, was ich Ihnen hier zeige, das stammt von einem Co-Referenten von mir, von Professor Benjamin Braun aus der Schweiz. Wir haben zusammen in der Schweiz Vorträge gehalten zu unterschiedlichen Themen. Er ist Physikprofessor und er hat im letzten Jahr dargelegt, ja, vor einem großen Publikum, wie es sich mit dieser Sprengung verhalten hat und wie auch die ganzen physikalischen Parameter da waren, ja? Und sie sind nicht diskutiert worden. Sie sind einfach nicht untersucht worden, nicht aufgegriffen worden, nicht in den Medien, nicht kommentiert. Ja? So ähnlich wie die Studie auch, die Jahrzehnte angedauert hat, mit der 9-11-Studie von Professor Leroy Holsey von der Universität Alaska. Sie ist einfach nicht rezipiert worden wissenschaftlich. Das können Sie sogar auf Wikipedia nachlesen. Genau diesen Satz. Und wenn man nicht hineinschaut, dann kann man ja auch nichts finden. Ja? Und wenn Sie sich auch fragen, Moment mal, Sprengstoff, ja, zugegebenermaßen, Sprengstoff war jetzt in den Leitungen von Nord Stream und in dem World Trade Center. Hat man da dann Sprengstoff gefunden, ja? Und die amerikanische offizielle Untersuchungskommission, die sagte, nein, wir haben nichts gefunden. Und irgendwann wurde mal ganz formal nachgefragt, ja, so dass sie nicht mehr ausweichen konnten, haben Sie denn nach Sprengstoff gesucht? Und die Antwort war, nein, wir haben nicht gesucht. Und wir haben nichts gefunden. Und genau das gleiche Schicksal merken Sie gerade, dass das auch mit den Aufklärern geht, mit der Sprengung von Nord Stream, ja, von Professor Benjamin Braun aus der Schweiz, der das dargelegt hat. Und der Punkt ist, ja, Deutschland klärt es nicht auf, die westlichen Länder klären es nicht auf. Und Russland?
Haben die auch schon mal etwas richtig vorgelegt? Warum muss das ein Schweizer Professor tun? Und Nord Stream, das bedeutet, ja, die Energieäquivalenz von 80 Atomkraftwerken. Es ist so, als wenn sie 80 Atomkraftwerke, ja, sprengen würden. Das entspricht auch, ja, 20.000 Windkrafträdern. Und das, ja, meine lieben, insbesondere deutschen Mitbürger, Unternehmer, Beamte, ja, das lasst ihr euch einfach so gefallen. Und auch Polizisten, Soldaten, Generäle, ich bin selber Offizier der Bundeswehr. Haben wir eigentlich Generäle in Deutschland? Haben wir eigentlich Erwachsene in Europa, in Deutschland? Ja, wo bleibt die Selbstwürde? Nord Stream bedeutet rund 20.000 Windkrafträder an Land. Ja? Stellen Sie sich das einfach mal vor. Das ist jetzt einfach mal weggesprengt worden. Und wir wollen es nicht wissen. Ja? Wenn man der Mafia nachgibt, ja, den kleinen Finger gibt, dann nehmen Sie die ganze Hand. Und es sind schon mehr als Finger an so vielen Menschen weggenommen worden in den letzten Jahren. Deswegen, wo bleibt die Selbstwürde? Großväter, Großmütter, was sollen eure Enkel über euch denken? Und deswegen... Und deswegen komme ich zum Abschluss. Kein Staat klärte die Sprengung auf, auch Russland nicht. Warum? Ich habe eingeführt, ja, die US-Amerikaner sollen jetzt die Wahl haben zwischen Kamala Harris und Donald Trump. Ja? Und das ist Lüge 1 und Lüge 2. Und gerade für die Jüngeren unter Ihnen, ich habe die Älteren heute besonders angesprochen, aber für die Jüngeren, ja, sei es einfach gesagt, ja, einer der Haupttricks ist es, die Bevölkerung zwischen Lüge 1 und zwischen Lüge 2 zu platzieren. 20% glauben es nicht, aber nur sehr wenige sagen es aktiv und klären aktiv auf. Ja? Und so hat man 80%, die einfach mitgehen. Welche Lüge wollen Sie dann glauben? Die Lüge nach Trump oder die Lüge nach Harris, Biden, Clinton? Ja? Suchen Sie sich Ihren guten oder schlechten Polizisten aus. Ja? Das kann es nicht sein. Und tatsächlich, nun ja, es gibt eine historische Chance, denn dieses Jahr, dieses Mal gibt es einen dritten Kandidaten, den ich für authentisch halte. Und der tritt an und kann gewählt werden. Wir standen zusammen auf der Bühne im August 2020. Und jetzt, 4 Jahre später, haben wir die Chance, alle wieder in Berlin zusammenzukommen, aus ganz Europa, aus der ganzen Welt. Und ich rufe Sie auf, kommen Sie am 3. August nach Berlin. Haben Sie Mut. Haben Sie Mut zur Wahrheit und zur Selbstwürde. Ich werde auch da sein. Und zum Abschluss, alle Quellen, Belege, wissenschaftlich, ja, aber auch mit gesundem Menschenverstand, in einfachen Zeichnungen dargestellt, finden Sie abgedruckt in diesen Büchern. Deswegen verbreiten Sie es, helfen Sie mit, ja, dass wir am Ende so etwas haben wie das Kind in dem Märchen von Hans Christian Andersen, das einfach sagt, der Kaiser ist doch nackt, der trägt ja gar keine Kleider. Und so einfach ist es, ja? Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen Frieden und wir sehen uns in Berlin. Danke, Heiko Schöning. Zu Ihrem neuen Buch haben Sie genug gesagt. Wollen Sie da noch? Nein, alles gut. Alles gut. Danke, dass Sie da waren. Danke für die neuen Inputs. Vielen Dank. Danke.